Wo ist an der GoPro eigentlich das Mikrofon? Das hier? Oder da? Der Kleine da wahrscheinlich. Naja. So. Wir probieren das mal hier mit. Also, mit der... Verrückter Hund. Mit der Aufnahme im Auto, das hat nicht so geklappt, leider. Mein Auto ist dafür zu laut. Denn wir haben eine ganze auch schon mal so in dem Auto von Jens aufgenommen und da war das okay. So auf dem ersten Testen halt. Nicht optimal natürlich, aber okay. So, und bei mir im Auto, das ist zu laut gewesen und ich war zu leise wahrscheinlich und die Mischung aus beidem hat halt nicht zum guten Ergebnis geführt, so dass man das überhaupt ansatzweise rausschicken hätte können. Aber gut. Ich mache mir immer wieder Gedanken, ob ich mir eine neue Kompaktkamera kaufen sollte. Ich glaube, das habe ich im Netz, beim letzten Mal schon erzählt, oder ich habe das Snapchat erzählt. Weiß ich nicht. So, und ich wurde mal gefragt, warum so richtig, ne? Also von manchen. Und ich konnte auch immer irgendwie nicht so richtig erklären, aber ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht und ich weiß jetzt eigentlich, warum. Die DSLR ist, ja, die geht ist raus. Die ist so groß. Ich meine, ich habe eine 7D, die ist schon ganz schön groß. Und für zum Gasse gehen, mitschleppen zum Beispiel und so, ist mir die einfach zu groß. Und außerdem ist die sowieso meistens auf dem Videorig angebaut und dafür eingestellt. Und das sollte dann auch so bleiben, damit dann nicht jedes Mal wieder rumfuhrwerken. Also da, die fällt praktisch raus, obwohl die natürlich von der Aufnahmequalität und so und von den Möglichkeiten schon ganz cool ist. So. Und dann sagen mir die Leute, ja, warum nimmst du nicht Handy? Hast du ja sowieso immer dabei. Die Bilder, die beim 6 Plus rausfallen, sind sowieso geil. Ja, braucht man auch nichts sagen. Und selbst beim 5er war das ja schon okay eigentlich. Ja, habe ich, wie gesagt, auch meistens dabei, nehme ich auch meistens. Aber so richtig, So, und so eine kleine Kompakte, ich hätte gerne die Canon S120 zum Beispiel. Da gibt es sicherlich noch andere, aber die ist so momentan eigentlich oder seit längerem eigentlich schon auf meiner Wunschliste. So, und ich möchte mal wissen, was das ist. Das hört ihr jetzt leider nicht. Gut, ja, die Canon S120 ist also schon länger auf meiner Wunschliste und das hat einen ganz einfachen Grund, ist mir jetzt mal aufgefallen oder ist mir jetzt so bewusst geworden, warum ich sowas gerne für immer dabei und unterwegs haben möchte. Erstens sind die natürlich klein und die passen in der Tasche, so wie ein Handy halt auch. So, aber ich glaube, dass man mit denen schneller bereit ist, ein Bild aus der Hüfte zu schießen, als mit einem Telefon zum Beispiel. Also habe ich die Canon S120 in der Tasche. Greife ich rein mit einer Hand. Einschalten, gut, weiß ich jetzt nicht, wie das da gehandhabt ist, aber kriegt man meistens auch mit einer Hand schon hin. Und abdrücken auch mit einer Hand. Und das Teil liegt einigermaßen gut in der Hand. Da hat man dann, Gott, oh Gott. Da hat man ja nicht so sofort Angst, dass ein Ding runterfällt, weil man greift so und man hat es in der Hand. So. Beim iPhone oder generell beim Smartphone ist es komplizierter. Da brauchst du zwei Hände, nicht um das Ding aus der Tasche zu greifen, aber zum Beispiel um die bereit zu machen für die Kamera. Beim iPhone 6 Plus brauchst du das auf alle Fälle, schon wegen der Größe und bei den anderen Geräten eigentlich auch wegen der Sicherheit. So, und dann auch ein Bild schießen, die sind halt alle, ja, die sind schmal, dünn, klein oder halt groß, 6 Plus und leicht, aber die liegen halt nicht so fest in der Hand, als dass man schnell in die Tasche greifen kann, das Ding rausholen kann, Foto machen kann und wieder weg kann. Das, also mir geht es zumindest so. Das traut mir beim iPhone 6 Plus nicht. Also wenn erstens ist es natürlich teuer, wenn mir das runterfällt und ich mir neu holen muss. Aber zweitens liegt das auch nicht so sicher in der Hand, als dass ich da in eine Tasche greifen kann, mit einer Hand das schnell raus und kann und schnell ein Foto schießen kann.
da bin ich mit einer Kompaktkamera durchaus schneller. Und ja, Videos machen können die Kompakten sowieso. Das weiß ich ja. Ich meine, ich habe irgendwann mal so eine Panasonic Lumix gehabt, die ich von einem guten Freund, ach hier, iFrans TV, von dem ich letztes Mal schon erzählt habe, hier abgekauft hatte. Muss mal kurz den Stock schmeißen. Das habe ich aus Versehen ausgemacht. Ja. Wo war ich? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, also mit der war das eigentlich schon so. Die hat auch gute Videos gemacht. Mit der habe ich auch Videos gemacht. Dann hatte ich eine Sony Cybershot. Oder hatte ich die davor? Ich glaube, die Sony Cybershot hatte ich davor. Irgendwie noch so ein großes, klobriges Ding mit so einem ganz kleinen Mini-Display hinten drauf, wo man nichts drauf erkennen konnte und so. Mit der habe ich auch schon Videos gemacht. Mit der habe ich meine ersten Videopodcasts aufgenommen. Kurz gucken. Nein. Ja, also es geht mit denen ja auch super. Und was da rauskommt, kann man durchaus anbieten. Von daher würde mir so eine Kompakte eigentlich ganz gut wieder liegen. Ja. Aber vielleicht klappt das auch alles mit der GoPro hier. Dann nehme ich halt die GoPro. Vom Bildwinkel sollte das auf jeden Fall ziemlich cool sein. Weil ob ich nur so bin oder so mache oder ne, so, erst recht oder so, sollte halt immer irgendwie im Bild sein. Der Bildwinkel ist groß genug. Ja, audiotechnisch sollte so ohne dem Spritzwasser, die Schützengehäuse, wasserdichten Gehäuse auch okay sein. Also, naja, gucken wir mal. Irgendwann, wenn so ein paar Taler übrig sind, also mehr als übrig sind, hole ich mir vielleicht auch mal so ein Kompakter. Wie gesagt, ich hätte die schon ganz cool, gerne. Und würde das schon ganz gut finden. Ja. Gut, das wollte ich nur kurz erzählen, bevor ich jetzt hier weiter rumstammel und nichts zu sagen habe. Ja, machen weiter. Also bis dann. Tschüss.